Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Enshrouded Video. Ich habe euch ja gestern auf YouTube gefragt, ob wir den aktuellen Wochenplan verwerfen sollen und ob wir die ganze Woche Enshrouded Videos machen sollen, und ihr habt mit Ja geantwortet. Dementsprechend kommt jetzt die ganze Woche nur Enshrouded vom Feinsten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir starten ins Video. Let's go! Ja Leute, ich habe jetzt mal ganz kurz meine Taschen aussortiert. Die waren nämlich noch randvoll vom letzten Video. Was ich euch auch noch sagen möchte, wir werden dann auch diese Woche nochmal, oder ich werde dann diese Woche auch noch ein Video rausbringen mit dem zweiten Teil vom Dungeon. Also da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Ich übrigens auch, weil ich keinen Plan habe, wie ich mich schlagen werde. Da muss ich auf jeden Fall noch viel Vorbereitung treffen. Aber genau, das kommt dann auf jeden Fall auch diese Woche noch. Ich hätte jetzt einfach mal so random gesagt, dass wir jetzt einfach mal uns hier dieses Gebiet angucken. Angefangen, jetzt weiß ich nicht, ob wir hier anfangen sollen oder da. Ich würde mal sagen, wobei, wartet mal, wenn ich jetzt hier hinreise, dann können wir doch, dann ist doch hier bestimmt Miasma, oder? Dass das Startgebiet ist, ja. Das heißt, wir reisen zur Hochweidenwarte und gehen dann, beziehungsweise fliegen dann rüber zu diesem kleinen Fragezeichen. Genau, so würde ich das machen. Repariert habe ich schon. Und Essen und Trinken habe ich auch genug. Genau, dann düsen wir mal da jetzt kurz hin. Und ich glaube, ich muss in diese Richtung düsen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, dann machen wir das doch mal. Gucken mal, wo er uns hinführt. Ich denke, das müsste doch eigentlich irgendwo hier unten sein. Schau mal einfach mal. Da unten links waren wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie es hieß. Und weiter kommen wir dann sowieso nicht mehr. Also wir müssen hier rüber. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon probiert und bin dann da runtergefallen. Das heißt, wenn ich vielleicht einfach ein bisschen höher kommen würde. Na? So. Vielleicht schaffe ich es von hier rüber. Probieren wir aus. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Tausendmal besser. Ja. War ich da schon? Ja, da war ich schon. Da ist wieder ein Wölfle. Okay, dann folgen wir mal dem Marker. Düsen mal hier lang. Was könnte er denn da jetzt sein? Oh, da ist ein Rudel Wölfchen. Was machen die? Keine Ahnung. Soll mir gerade egal sein? Ach, stimmt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Haben wir nicht da auch irgendjemanden rausgeholt? Schon, oder? So, und wir müssen hier runter, oder? Scheint mir so. Düsen wir mal da runter. Vorbei an den Felsen. Ich will erstmal gucken, was hier drin ist. Hui. Das könnte eine Mine sein mit Wölfchen. Komm. Was machst du? Ja, das ist definitiv einfach eine Mine. Okay. So, dann einmal rauf. Und ich denke, wir müssen hierhin. Südliches Karawanenlager. Ja, das ist schon das. Jetzt wird es wieder dunkel. Ist hier irgendwer? Nee, sieht verlassen aus, gell? Okay. Ach, Quatsch. So. Ja, cool. Nehmen wir doch alles gleich mit. Ah, hier könnte ich aber auch pennen, ne? Können wir ja dann auch gleich machen. Schauen wir erstmal noch in die anderen Zelte. Da noch irgendwas Interessantes ist. Harz.
Harz und herzlich. Wer kennt es? Oh, hier ist eine coole Kiste. Und ein knisternder Zauberstab. Und hier haben wir wieder eine Geschichte. Die Wiederentdeckung eines alten Anblicks. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal den Sonnenuntergang auf dieser Seite der Berge erleben würde. Als ich jung war, war die Abenddämmerung noch heller. Ein leuchtender Vorhang aus Lavendel oder Traube, eine Mischung aus Mandarine und Ringelblume, ein blühendes Rot vor der Dunkelheit, jetzt ist alles grau. Ich bete, dass die Erbauer die nördliche Karawane mit ihrem Licht beschützen. Ich glaube an Cyrus. Glutwacht ist in Sicht. Meine Leute sind müde, aber wir können nicht rasten. Wir müssen für jede Seele, die wir verloren haben, noch härter werden. Und ich habe gelernt, dass wir schnell sein müssen. Ich habe ein seltsames Gefühl, diese Furcht nicht verweilen zu können, dass ich wieder alleine bin. Warum kann ich diese Angst nicht abschütteln? Nein, diese Vorahnung? Königin Jasmina. Es tut mir leid für sie. Oh, ja, wieder der typische Fail. Mann! Wieso kann ich denn da nicht hin? Hallo? Weg damit! So, jetzt reicht's. Aber wieso kann ich das nicht looten? Leute? Na toll. Okay. Hier ist auch wieder eine Kiste. Mit Eisbolzen und Pfeilen. So, hier nehmen wir dann wieder die Spitzhacke, sonst schimpft ihr mich. Was ist das hier? Ach ja, ein Mana-Trank. Kann ich es vielleicht von hier außen looten? Nee, auch nicht. Ja gut, dann kann ich nichts machen. Das heißt aber, ganz theoretisch gesehen, sind wir ja hier eigentlich auch schon wieder fertig. Ich glaube schon. Okidoki. Dann schauen wir doch nochmal auf die Karte. So, das nächste, was wir haben, ist dann hier ein ewiger Zauber. Ich weiß halt nicht, ob hier noch irgendwas ist. Oder wir machen hier die Wuka-Zeremonie. Gute Frage, gute Frage. Ein ewiger Zauber als Wegpunkt setzen. Ich glaube, dann gehen wir erstmal da lang. In diese Richtung, glaube ich, gell? Jawohl. Jetzt ist nur die Frage, soll ich jetzt hier bleiben, um zu pennen? Wobei, ich habe ja eigentlich dieses Irrlicht, aber ich glaube, das hält nur 3 Minuten. Oh, und schnell weg, hier sind schon wieder Bienen. Ich habe es ganz genau gehört. Was ist da unten? Nix, habe ich mich verschaut. Ich könnte aber mal zur Abwechslung kurz mal was essen und trinken. Oh, trinkst du? Danke. So. Oh, die Sonne blendet schon wieder. Was haben wir denn hier? Wow, die Sonne sieht so cool aus, wenn sie untergeht. Das ist einfach geil. Oh, da sind solche Typis. Und da oben ist ein Haken. Dann chillen wir uns doch mal kurz hier rauf, weil dann kann ich nämlich meinen Bogen nehmen und hier einfach mal wieder mir es einfach machen. Was ist denn das da? Das werde ich noch rausfinden. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter. Okay. That's easy. Ist da noch einer? Nö. Dann einmal runter. Und ich glaube, das kann ich looten, oder? Jawohl. Hier ist auch nochmal Fell. Hier sind lauter Knochen. Was hat es denn damit auf sich? Da muss ich dann nochmal nachschauen. So, was habt ihr denn dabei, ihr Leutis? Was ist das? Segen erhalten.
Was habe ich jetzt für ein Singen? Wukar. 29 Minuten. Damit kann ich gerade irgendwie nichts anfangen. Wenn ihr mal wisst, was das ist, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Was ist das? Sieht irgendwie aus wie eine Falle, gell? Da ist ein Hasi, dem tun wir nichts. Gibt es hier vielleicht auch ein Bettchen zum Schlafen? Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich brauche mein Irrlicht. Nee. Hier kann man auch nicht pennen. Hm, was ist denn hier? Ah, oh mein Gott, hat es mich jetzt schon wieder gerissen, ey. Drecksfallen. Was ist hier? Da ist aber auch gerade irgendwas kaputt gegangen. Hier sind auf jeden Fall wieder zwei Kisten mit Schrottpfeilen und Miasma-Überlebenstrank. Na gut, aber das war's doch, glaube ich, dann hier, ne? Jetzt bin ich hier. Ich dachte... Ach so, ich bin jetzt quasi hier so durch. Ich muss ja aber eigentlich in die ganz andere Richtung. Naja, dann laufen wir mal schnell zügig geradeaus. Gucken mal. Ist es jetzt richtig, wenn ich durchs Miasma gehe? Na, anscheinend. Alles klar, dann... Wir können ja hier nochmal kurz ein paar von diesen Pilzen sammeln. Oh, und ich habe schon wieder kein Ding dabei. Kein Zauberstab. Irgendwas hat gerade komische Geräusche gemacht. Habt ihr das gehört? Was war das? Was ist das da hinten? Ah, das ist nur ein Stein, aber hier ist das Leuchtbewuchs. Kenne ich das schon? Ich weiß es immer nicht. Ich glaube aber schon, oder? Ach nee, mit Zell wieder, ja natürlich. Was denn sonst? Ih, da hat auch wieder irgendwas Geräusche gemacht im Dunkeln. Oh, hier sind voll viele von diesen Dingern. Können wir mal kurz alle mitnehmen? Oh, da ist einer. Den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Macht nichts. Ich will noch kurz hier fertig sammeln. Dum, 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 dum. Das Wandern ist das Müll, das Lust, das Wandern ist das Müll, das Lust, das Wandern. Gibt es das auch mit Sammeln? Was ist eigentlich das hier für ein komischer Busch? Also, wir müssen ja in diese Richtung. Pfeili. Was ist denn hier irgendwie? Gruselig. Und wo geht's denn da unten hin, ey? Hier ist eine Brücke. Und hier ist ein Haken. Und da hinten auch. Habe ich da irgendwas auf der Karte? Nee. Aber wenn wir hier lang gehen, gehen wir genau in die richtige Richtung. Wir bleiben mal auf dem Weg. Und schauen mal. Da rechts ist auf jeden Fall tödlich. Da will ich nicht rein. Ein bisschen beeilen muss ich mich dann aber auch wegen der Zeit. Muss in die Richtung. Was passiert, wenn ich jetzt hier raufgehe? Wo führt mich das hin? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Was haben wir denn hier? Oh, da haben wir wieder diese Kackkäfer. Oh, überall.
sterbt. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt, echt. Weil hier ist nämlich auch schon wieder rotes Miasma. Bin ich jetzt hier richtig? Nee, noch 120 Meter. Hä? Leute, muss ich vielleicht doch hier runtergehen? Ich habe ja keine Ahnung. Weil er sagt mir, dass ich darüber muss. Was ist denn da? Soll ich es einfach mal probieren und rüberfliegen? Na gut, kommt. Kann ja nicht schaden. Entweder ich sterbe oder halt eben nicht. Und das war, glaube ich, richtig assi. Scheiße. Und jetzt habe ich auch keine Zeit mehr im Miasma. Oh, da was für eine Wand. Ja, schlecht. Was ist denn hier? Nix. Mist, die Kacke. Und was mache ich jetzt? What should I do? What should we do with the drunken sailors? Lalalalalala. So, jetzt bin ich halt hier. Mist. Oh, hier ist... Sterbe ich hier? Nee. Hier komme ich sogar wieder hoch. Ach, Mann. Und ich komme halt hier jetzt auch nicht raus. Es ist aber hier in die Richtung. Mein Gott. Fuck. Aha, aber ich bin ziemlich nah ja wieder gespawnt. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Jetzt liegt halt auch mein blöder Grabstein da. Belastend. Irgendwie muss ich dahin. Ich weiß nicht, ob der Weg, der da unten ist, dahin führt. Sollen wir das vielleicht mal ausprobieren? Ich will aber jetzt nicht da lang gehen. Und ich habe kein Irrlicht mehr. Dann, ach so, nach Hause gehen ist auch blöd, gell? Dann warte ich jetzt, bis die Nacht vorbei ist. Okay, wisst ihr, was wir machen? Ich teleportiere mich jetzt mal zu diesem Zuhause Stufe 1. Und dann gucke ich mal, ob ich von da irgendwie besser hinkomme. Da gucken wir jetzt einfach mal. Es ist nur leider immer noch so dunkel. Oder sollen wir zuerst da hinten hingehen? Ich weiß halt auch nicht. Vielleicht dahinter und dann da hoch? Ich setze mir das jetzt mal als Wegpunkt. Vielleicht ist das schlauer. Ich habe ja gerade nämlich echt überhaupt keinen Plan. Aber hier ist auch wieder Rotes. Aber irgendwie muss ich doch da lang kommen. Jetzt habe ich halt wieder... Oh, jetzt habe ich halt wieder kein Licht und keine Fackel und gar nichts. Kann mir auch nichts machen, oder? Äste und Pflanzenfaser. Ist hier irgendwas? Glühwürmchen, Äste, Pflanzenfaser. Okay. Nee, da sind Steine, die will ich nicht. Jetzt wird es aber auch wieder hell. Ja, okay. Dann war das jetzt natürlich wieder sowas von umsonst. Egal, wir waren ja eigentlich hier dabei. Hier ist nämlich auch diese Wand. Und hier... Ich müsste doch da eigentlich rüberkommen. Ach ja, genau, bei dem Hof waren wir ja schon mal. Jetzt erinnere ich mich. Wenn ich jetzt hier oben bin und ich einfach hier einen Doppelsprung mache... Oh nein, bitte nicht. Dann sterbe ich wieder elendig. Oh. So ein Schissel. Na ja, gut, ich bin ja hier wieder aufgestanden. Wir probieren es nochmal. Ich gebe nicht auf. Irgendwie komme ich da schon rüber.
Ah ja, erstmal hier mein Stuff holen. Schauen wir doch mal hier hinten hin. Kommt, geht's vielleicht von hier besser? Nee. Aber hier... Kann man auf diesem Ding laufen? Jetzt hier... Nee, ich glaube nicht, oder? Okay. Never mind, kann man nicht. Okay. Nochmal. Das ist eine Höhle. Und ich bin Doofy. Ich will doch einfach nur darüber. Das kann doch nicht so schwer sein. Wieso? Wieso, wieso? Ach, da liegt mein Leichnam. Schauen wir mal, da müsste ich hinkommen, oder? Ja. Wenn ich mir jetzt das hier nehme und mir dann hier so einen Weg nach drüben hau. So. Mache ich es jetzt einfach so. Und dann kann mich dieses rote Miasma nämlich mal. Ganz einfache Geschichte. Noch ein kleines Stückchen, aber jetzt ist gerade die Ausdauer leer. Ach ja, stimmt. Essen und trinken. So, und dann... nein, geht noch nicht, oder was? Aber jetzt müsste ich rumkommen. Ja, also. Geht doch. So, hier ist nämlich dann auch kein Miasma mehr. Aber dafür dieses Myzel überall. Egal. Wir gucken mal. Da hinten sieht es schon wieder so ultra rot aus und ist es auch. Aber ich glaube, ich kann hier langlaufen. Aha. Und da hinten ist doch schon irgendwas. Ist auch eine verspulte Gegend. Krypta der Erbauer Schreiner. Genau, da habe ich den Schreiner her, da in dem Speedrun. So, das andere ist dann weiter in die Richtung. Darunter will ich auf keinen Fall. Refugium der Flamme. War ich da schon drin? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Jetzt gehen wir mal kurz rein. Hilfe, damit habe ich jetzt wieder gar nicht gerechnet. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Mensch. Ups. Na gut, ich glaube, das reicht für die Hyopies. Hätte ich die mal gleich gesehen, hätte ich sie irgendwie mit dem Bogen killen können. So. Hammers. Okay. Refugium of the Flame. Ach, da sind ja noch welche. Sag mal. Das sind ja auch welche von den... Ja, genau, das sind dieselben Assis wie in dem Dungeon. So. Ist jetzt in Ruhe. Ah ja, hier war ich anscheinend noch nicht, sonst könnte ich keine Funken sammeln. Sehr schön. Machen wir noch hier das schnell kaputt. Ach Quatsch, da muss ich ja die Spitzhacke nehmen. So, da war jetzt nichts. Hier war Knochenmehl. Na? Wasser. Und da ist auch noch was zum Lesen. Und da ist ja gar keine Vase.
So, na dann. Mein flammenberührter Freund, zuerst warst du meine Retterin. Die anderen Kinder haben mich ausgelacht, als ich nicht lesen und schreiben konnte. Du hast sie in den Dreck geschubst, zurückgelacht und mir Geschichten vorgelesen, bis ich die Wörter lernte. Du warst schlauer und mutiger. Später wirst du meine Liebste. Händchenhaltend am Flussbett gestand ich dir. Du hast mir das Herz gebrochen, du feuriger Wirbelwind. Ich habe dir verziehen, wie könnte ich auch nicht. Wenigstens warst du ehrlich zu mir. Und was bist du jetzt? Eine ausgebrannte Hülle, zersetzt von Wut. Von der Frau, die mir einst wichtig war, ist nichts mehr übrig. Ich wollte dich abhalten, dich warnen, aber du warst ja immer zu stur zum Zuhören, nicht wahr? Ich weiß jetzt nicht, an wen das von wem gerichtet ist, aber... Juti. Also... Folgen wir doch einfach mal dem Weg hier. Der müsste uns ja dann eigentlich dahin führen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wobei er jetzt da nach oben geht. Ist das korrekt? Na, ich weiß nicht. Folgen wir ihm einfach mal. Oder nee, tun wir nicht. Das wäre doch langweilig. Waren wir da schon? What is this? Da waren wir noch nicht. Ha, da müsste man natürlich auch noch hingehen. Mann, es gibt so viele Fragezeichen, aber ich glaube, das müsste hier hinten jetzt dann endlich mal sein. Ich rüste mich mal mit einem Bogen. Weil hier sieht es mir nämlich schon wieder so gegnermäßig aus. Ja, und da ist nämlich auch schon der Erste. Ups. Ja, getroffen. Ah, die sind schon Level 9. Na gut, das sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Ist hier noch irgendwer? Sieht jetzt nicht so aus, gell? Hier können wir auf jeden Fall wieder Lootingern. Lootingern. Kennt ihr ihn? Da ist noch was zu lesen. Das machen wir dann auch gleich wieder. Und hier kann ich durchsuchen. Die haben hier echt viel Harz, glaube ich. Wow, nein, jetzt ist schon wieder hier so ein Wolfi. Aua. Man sollte schon seine Steuerung im Griff haben, hätte ich jetzt gesagt. War da nicht noch einer? Ja, klar. Steckst du, du armer Scheiße? Ja, beiß mir in den A. Hier ist nix. Gucken wir mal da zu dem Leseding hin. So. Stärke der Wuka. Dieses Wuka-Lager ist die Heimat eines Kriegerkultes, der sich durch Gewalt und Zerstörung definiert. Ich wünschte, ich könnte näher herankommen, um einen besseren Blick zu erhaschen, aber das wäre wohl mein Ende. Von Zeit zu Zeit versammeln sie sich auf diesem Hügel und tragen Gladiatorenkämpfe aus, bei denen der einsame Überlebende gekrönt wird. Ich nenne ihn jetzt den Gladiator. Diese bösartigen, grobschlächtigen Ungetüme verfügen über unglaubliche Kampffähigkeiten und schöpfen ihre Kraft aus dieser Steinsäule, die sie verehren. Wenn jemand verrückt genug sein sollte, gegen einen dieser Gladiatoren anzutreten, empfehle ich selbst, einen dieser Stoßzahnbuffs auszuprobieren. Aha, ich glaube, ich checke. Ist damit der Segen der Wuka gemeint mit diesem Stoßzahnding? Naja, Leute. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen Cliffhanger. Und beende den Part. Ich weiß, ihr seid jetzt total neugierig gewesen wahrscheinlich, wie ich mich schlage, weil laut diesem Brief wartet da ja wieder irgendein großer Boss oder was auch immer auf mich. Aber das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Also scheit, was ist los heute? Seid auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye!